So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Montag, es ist selbstverständlich Gymtime und heute mal ein etwas anderes Format. Und zwar möchte ich so authentisch wie möglich euch mal heute mit in mein Workout nehmen. Das heißt, wir fahren jetzt wirklich los, wir filmen tatsächlich mit der kleinen Kamera. Ich versuche die Kamera gleich wirklich komplett auszublenden, versuche mich rein auf mein Workout zu konzentrieren. Ich trainiere heute die Schultern, die Brust und ein bisschen den Trizeps. Was genau, das weiß ich gar nicht und das möchte ich heute so ein bisschen einfangen. Ich trainiere recht intuitiv. Das heißt, ich werde mit der Schulter gleich anfangen. Ich weiß, dass ich ungefähr eine Stunde circa Zeit habe, da will ich versuchen fertig zu sein. Ich werde das Schultertraining recht stark auf die seitliche Schulter fokussieren. Das heißt, es wird recht schwere Seitheben geben, es wird eine Drückübung geben, es wird dann etwas leichtere Seitheben geben. Beim Bankdrücken werde ich wahrscheinlich, oder ich habe Lust auf Bankdrücken, deswegen werde ich wahrscheinlich ein bisschen Bankdrücken machen. Ich werde eine etwas isoliertere Übung machen, die ich etwas leichter mache. Bankdrücken wird etwas schwerer. Dann werde ich ein bisschen noch den Trizeps machen, den brauche ich meistens gar nicht mehr und das war's. Wir teilen das Ganze auf in zwei Workouts, das heißt, das Schulter-Workout gibt es heute. Und beim nächsten Mal zeige ich euch dann oder schneiden wir das dann so, dass ihr dann das Brust-Trizeps-Workout habt. Und ihr könnt es einfach mal nachtrainieren. Ich möchte euch mit diesem Video einfach mal zeigen, dass ihr etwas intuitiver trainieren sollt. Das heißt, wenn ihr irgendwie einen Plan habt oder so, dann achtet nicht ganz genau so und ich mache jetzt 4 Sätze mit 10 Wiederholungen, sondern ich werde auch oft gefragt, wie viele Wiederholungen, wie viele Sätze. Macht das etwas intuitiv. Versucht schwer zu trainieren, versucht den Muskel zu fühlen, versucht auch mal einen Satz dran zu schieben, wenn ihr da Bock drauf habt oder versucht mal einen Satz weniger zu machen, wenn ihr schon den absoluten Pump in der Brust habt. Versucht mal noch einen kleinen Supersatz einzubauen, wo ihr es Lust habt, wo ihr, wenn ihr zum Beispiel merkt, irgendwie bei der Schulter, ah, okay, da könnte ich noch mal so ein bisschen eine Teilwiederholung einbauen oder so. Versucht intuitiv zu arbeiten. Versucht vielleicht mal in meinem Workout das Ganze zu sehen und nehmt euch anhand dessen vielleicht ein paar Anhaltspunkte für euer Workout und ja, wir fahren jetzt los. Ich quatsche nicht viel, wie gesagt, ich versuche ab jetzt die Kamera auszublenden und trainiere einfach mal mein Workout ab und nehme euch ganz live auf der kleinen Kamera mit und viel Spaß dabei. Angeschnallt. Oh, Kaffee. Merkt schon, Booster ist drin. Jetzt. Das langsame Auto vom From LA to Brooklyn, why you doing all that talking? Think you got a soul, but you're a dead man walk. Yo, toast the host, from coast as we boast. When we meet again, I won't be Casper, that friendly ghost. You don't hear shots, like this show cops. Things are still the same, I'm still Schwitz Käppi. Real. Siehst du das? Boah, du Penner. Er meinte nicht mich. Nein.
Zucker. Deswegen.
Schultertraining ist jetzt vorbei und ich trainiere jetzt noch die Brust und den Trizeps. Das gibt es aber im nächsten Workout und deswegen, aber es geht nahtlos über und wie gesagt, ich hoffe, der erste Teil hat euch schon Spaß gemacht und jetzt geht es an die Brust und ein bisschen noch Trizeps. Das seht ihr auf jeden Fall ja, in der nächsten Woche, damit wir es ein bisschen ausbilden, damit ihr nicht zu viel auf einmal bekommt und ja, freut euch drauf und viel Spaß und ja, so trainiere ich. Scheiße. Tranquilizer Dark. So trainiere ich tatsächlich jedes Mal und es macht Riesenspaß. Ich versuche wirklich mal mit Herz und Feuer, wirklich mal ein bisschen mit Intuition einfach das Ganze mal nachzutrainieren. Und ja, hört auf euch beim Training und dann macht das Ganze auch Riesenspaß. Und,